Ah. Ich hab da gerade gekratzt und jetzt. Ah. Dank dieser Passage werden wir die Region mit mehr Gütern versorgen können. Vielen Dank. Portal ist ja zugänglich. Das gibt noch 1450 Erfahrungen und 18.100 Belohnungen drauf. Nice. Wunderbar. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Off Truck Simulator. Auf dem PC Folge 630. Wir haben in der letzten Folge vor allem sehr viel wieder über aktuelle Projekte gesprochen und gerade über Multiplayer-Projekte, die ja gerade laufen, um das nochmal ein bisschen anzuschneiden. Das waren ja aktuell GTA Online und jetzt noch nicht draußen tatsächlich, aber ist gerade in der Produktion wieder ein neues ARK-Projekt. Ja, also ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, es ist aber noch nicht draußen, weil mein Upload-Plan selbst über Wochen hinweg noch überfüllt ist. Das heißt, ich muss gucken, wo ich das überhaupt noch unterbringen kann. Ja. Und ich will eigentlich wirklich von der Anzahl der Projekte her abbauen, aber es kommen halt einfach so viele geile Spiele raus und ich will halt einfach keins einfach ignorieren. Ich sag mir schon bei manchen so, ja, das könntest du jetzt zwar auch machen, aber das machst du jetzt mal nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist aktuell Rainbow Six Extraction. Finde ich ein ziemlich interessantes Game, aber ja, werde ich dann letzten Endes jetzt nicht spielen, weil ich da einfach jetzt nicht die Kapazitäten zu habe und es in Zukunft so schon schwer genug wird, beziehungsweise schwer genug ist, das alles zu managen. Gerade als Berufstätiger, der eigentlich 40 Stunden Arbeitswoche hat und trotzdem irgendwie hinbekommen, 4 Videos am Tag hier zu machen und das Ganze schon seit einigen Monaten ohne Pause. Ja, also ich finde schon, dass ich da zeitlich echt, also das, ich meine, ich will es ja irgendwie auch, weil es macht mir auch Spaß. Erstens habe ich Bock zu zocken, zweitens macht es mir auch einfach Spaß, Videos zu produzieren, nebenbei auch noch live zu sein. Das ist einfach so Standard geworden, so einen schönen Abend einfach ausklingen lassen, einfach mal ein bisschen live, ein bisschen Videos aufnehmen, ein bisschen zocken. Gehört für mich einfach zum Tag dazu. Andererseits ist es manchmal schon sehr, sehr fordernd und stressig auch, weil du musst immer gucken, welche Videos brauche ich jetzt noch. Morgen muss das und das rauskommen. Scheiße, habe ich noch gar nicht aufgenommen. Das heißt, ich muss heute zwingend was hier spielen. Und das fehlt mir in letzter Zeit so, dass ich mir nicht aussuchen kann, was ich spiele. Sondern dass ich, das ist wirklich jetzt schon seit einigen Monaten so, ich muss auf meinen Upload-Plan gucken und muss halt das zocken, was morgen oder übermorgen rauskommt. Ne, dass ich jetzt, ich kann nicht mehr sagen, heute mache ich jetzt nur SnowRunner, ich spiele jetzt 6 Folgen am Stück SnowRunner. Dadurch, dass 4 Folgen am Tag kommen, aber 4 unterschiedliche Spiele, muss ich die halt nach tageweise abarbeiten und deswegen haben wir heute im Livestream beispielsweise 3 verschiedene Spiele wieder gespielt, weil ich für die nächsten 2 Tage eben im ersten Block noch Videos gebraucht habe. Im zweiten und vierten sind die Videos bereits fertig und der dritte Block ist der SnowRunner. Das ist die Folge hier. Das ist die Folge vom 28.01. Die war auch noch nicht da, deswegen habe ich jetzt quasi aber für die nächsten 2 Tage dann nächstes Videos fertig. Und morgen geht es für mich dann weiter und ich fange an, die nächsten Tage abzuarbeiten, dass ich mir wieder anfange, einen paartägigen Puffer zu bauen, dass falls mal was ist oder falls ich mal Bock habe auf ein bestimmtes Spiel oder aus welchen Gründen auch immer ich mal einen Tag nicht aufnehmen kann, keine Ahnung, Technik streikt oder Stimme kaputt oder wie auch immer, dass das Ganze dann nicht so schlimm ist, weil die Videos dann trotzdem kommen. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, dann kommen halt mal keine Videos raus, aber das möchte ich dann persönlich auch nicht. Wenn ich sage, ich mache 4 Videos am Tag, dann mache ich 4 Videos am Tag und die sind dann auch da. Nicht immer pünktlich, muss ich auch zugeben, ja. Upload-Zeiten sind ja 12, 14, 16, 18 Uhr, alle 2 Stunden. Ich schaff's nicht jeden Tag, dass die Videos pünktlich rauskommen, aber ich würde sagen, in 80% der Fälle stimmt das eigentlich. Ne? Ja, naja, Real-Life-Projekte hatten wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Wer wissen will, was da in naher Zukunft auf euch zukommt, der
schaut am besten sich nochmal die letzten 6-7 Minuten der letzten Folge an. Da haben wir das in aller Ausführlichkeit nochmal ein bisschen besprochen. Würde mich sehr freuen, wenn da der ein oder andere von euch vorbeischaut, weil gerade die Real-Life-Projekte sind die Videos, wo ich am meisten Mühe reinstecke, ja, alleine wegen dem Schnitt, wegen der 4K-Auflösung und sowas alles, ist das natürlich sehr aufwendig zu machen. Gerade wenn man auch, wie ich, dann Tutorials einbaut oder Zeitraffer oder wie auch immer, dann noch Musik, also es ist ja alles da. Vom Aufwand her auf jeden Fall ein anderes Level als so ein Gaming-Video, wo du halt mal eine Vorszene und ein paar Outro-Clips raussuchst. GTA ist eine andere Sache und auch Ark wird eine andere Sache sein. Das sind dann auch die aufwendigeren Spielprojekte, wo du dann auch wirklich die Folgen durchsichten musst und so weiter. Da nehme ich mir auch die Zeit, weil gerade GTA ist so ein schönes Projekt, wie ich finde. Ja, aktuell noch mit dem lieben Dennis fast ausschließlich zocken wir GTA. Ich probiere immer natürlich andere Leute ranzukriegen, weil mehr Abwechslung ist natürlich immer gut. Aktuell sieht es aber so aus, dass ich keinen anderen erstmal rankriege. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden, wie die Aufnahmen mit dem Dennis laufen. Es ist einfach eine super Harmonie und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ja, deswegen habe ich da eigentlich auch keinen Grund, erstmal neue Personen ranzuholen. Wir hatten ja ab und zu mal, also wir hatten einmal einen Gast dabei, die Folge ist aber auch noch nicht draußen und wird auch noch lange brauchen, bis die rauskommt, weil GTA ja auch nur alle 10 Tage kommt. Und wir haben schon irgendwie 70 Folgen. Wir haben schon irgendwie 60, naja, wir haben, nee, 140, 100, naja, doch, wir haben aber schon über 50 Folgen im Voraus produziert, ja. Das heißt, wir haben für 500 Tage, habe ich jetzt noch Folgen GTA. Theoretisch kann ich das ganze Jahr kein GTA mehr spielen und der würde davon nichts merken, weil ich so viele Aufnahmen schon im Voraus produziert habe. Mit dem Tiberius, mit dem Leonard, mit dem Dennis, mit allen zusammen. Einmal war der Julian auch noch dabei, ja, also... GTA ist schon mit eins der geilsten Projekte, finde ich, die ich aktuell bieten kann. Action, Troll, Skill, alles ist dabei und ja, wer das mal sehen will, der schaut am besten da auch mal rein. Mein Kanal ist eine Goldgrube, muss man ja einfach sagen, ne? Ich habe so viele Projekte jetzt schon gemacht, ich mache das Ganze schon seit 2016. Und ja, im Laufe der Zeit sind schon einige Projekte da. Ich habe zu jedem Projekt eine eigene Playlist. Wir haben mehrere Vlog-Projekte gemacht. Wir haben super viele Gaming-Projekte. Irgendwas würde euch schon interessieren. Das könnt ihr mir glauben. Ja, schaut gerne mal vorbei. Gebt mir mal eine Chance, mich mit meinem, also euch mit meinem Stil des Entertainments zu überzeugen. Ja, ich glaube, dem einen oder anderen würde schon gefallen, was wir da abziehen. Für Kacke, für Quatsch und so weiter. Das würde mich natürlich sehr freuen. Lasst da gerne auch eine Bewertung da. Schreibt mir gerne Kommentare. Ich lese sehr, sehr gerne Kommentare. Und weil ich ja nicht viele bekomme, antworte ich auf jeden. Zumindest, wenn was Vernünftiges drin steht. Wenn so ein Kommentar kommt wie erster LOL oder so, dann werde ich da jetzt nicht drauf antworten. Aber wenn ihr mir irgendeine Frage stellt oder mir irgendwie Feedback da lasst, dann könnt ihr euch sicher sein, zu 100%, dass ihr darauf eine Antwort bekommen werdet von mir. Das ist absolut selbstverständlich für mich. Ja, und bei der kleinen Anzahl an Kommentaren, die ich bekomme, kann ich mir das zeitlich auch erlauben, ne? Ich meine, ich verstehe, dass die großen YouTuber jetzt nicht auf jede Kommentar da antworten können, wenn sie nach 5 Minuten schon 5000 Kommentare haben. Wobei davon 1000 sowieso sowas wie erster, zweiter, dritter, LOL und Omega-Lul sind. Finde ich persönlich auch eine Katastrophe, ist ganz schlimm. So, aber jetzt, Freunde, würde ich sagen. Ah. Dank dieser Passage. Ah, jetzt. Oh, mein Name. Ah. Ich hab da gerade gekratzt und jetzt. Oh. Dank dieser Passage werden wir die Region mit mehr Gütern versorgen können. Vielen Dank. Portal ist ja zugänglich. Das gibt noch 1450 Erfahrungen und 18.300 Belohnungen obendrauf. Nice. Wunderbar. Jetzt überlegen wir mal, was wir tun. Wir haben noch ein bisschen Zeit, die Folge. Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen, aber jetzt sind gerade mal 8 Minuten vergangen. Also, naja, lassen wir mal sein. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen ums Aufräumen. Du
Wobei, wenn ich hier so, das hier ist, ja, es ruckelt. Ja gut, das hier ist jetzt was ganz anderes. Das ist sogar auf der anderen Map, ja gut. Das hier ist ja Forestry, das ist gut, das ist Hauptbeobachtungspunkt da. Ach du Kacke. Wie soll ich denn da hinkommen? Na gut, von hier und dann da. Wobei, ging das hier? Einmal. Da ist ja der Turm. Ach, da kriegen wir den Wachturm. Ja, das ist natürlich gut. Ist ja wieder mittelgroße Stämme. Dann geht's jetzt los. Ja, dann können wir mal den neuen Forester ausprobieren. Bin mal gespannt, wie der ist. Wissen wir schon mal Bescheid. Ich räume jetzt erstmal ein bisschen auf, aber dann machen wir heute erstmal noch hier den Anhänger mit dem Truck wegbringen. Probieren wir doch mal das neue Portal aus. Und wir fahren jetzt einfach zurück zur Werkstatt mit dem. Und dann ist gut. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir rauskommen. Wir kommen jetzt ja erstmal an eine schön fette Wasserstelle, wenn es mich nicht täuscht. Ja, ach, das ist super. Ja, ja, ich sag mal, das Portal ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft platziert. Aber, ja, was willst du machen? Außerdem, wenn es einer schafft, dann der Ziegs. Es tut mir leid, Freunde. Oh Gott. Nein. Heute bin ich aber auch wirklich fertig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, ich werde auch früher beenden die Folge, wenn wir jetzt die Werkstatt schnell erreichen, dann war es das auch. Ja, also. Ich mache heute nicht mehr. Die anderen Ladungen mache ich dann einfach nächstes Mal. Komme ich denn jetzt am besten rüber? Dann mache ich das wieder hier. Ja, dann mache ich einfach. Ja. Fahre ich hier rüber, dann ist es so. Dann fahren wir noch ein bisschen länger. Also. Ja, letzten Endes wird es die Folge dann wahrscheinlich eh wieder füllen. Also machen wir gar nicht früher Schluss. So, mal hier auch so eine ganz lange Stelle ist. So. Die hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, aber die war auch nicht so schlimm, glaube ich. Nee, weil die ist nämlich nicht so tief. Und dadurch haben wir. Besseres Fahrverhalten. Gut, dann schneide ich die Folgen heute auch noch fertig, die Viere. Dann habe ich für die nächsten zwei Tage schon mal Videos, das ist schon mal gut. Ja. Und morgen weiß ich halt wieder nicht. Das ist jetzt auch so, dass bei Ark, wenn ich sage, mit meinem Kumpel vereinbare, weil der will ja dann auch, hat er auch Bock dann zu zocken. Wenn ich ihm sage, jo, einmal die Woche perfekt, das ist natürlich ein bisschen wenig. Also mindestens zweimal die Woche, dann auch wieder Ark. Der Dennis will auch dann auch mal wieder ein bisschen GTA zocken. Also, puh, ich habe ja auch nicht mehr wirklich viele Tage, um mich um die Solo-Projekte zu kümmern. Und die kommen nun mal viermal am Tag. Ja, das wird eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber ich gebe mein Bestes, Freunde, für euch. Mache ich alles, ja. Und ich finde es cool, dass wir in letzter Zeit echt einige Abonnenten machen. Finde ich mega cool, weiß ich sehr zu schätzen und wollte mich dafür nochmal recht herzlich bei euch bedanken, weil es natürlich schon schön ist, wenn man so auf sein Dashboard guckt und dann sieht man, ah, guck mal, heute haben wir wieder einen Abonnenten mehr gemacht. Wieder hat sich jemand entschieden zu abonnieren. Guck mal, noch einen Abonnenten mehr. Ich finde das super. Ja, und wir sind immer noch nur, ja, bei 220, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz angenehm und Snowrunner, aus welchem Grund auch immer, wird ganz gut geguckt sogar. Also ich bin sehr zufrieden. So kann es weitergehen, Freunde. Wir bewegen uns in eine gute Richtung. Und ich weiß das, wie gesagt, wirklich von jedem Einzelnen sehr zu schätzen. Schreibt mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne Kommentare. Ich beantworte alles. Ja. Ich beantworte alles, was mir vors Auge kommt, ja. Sei es positiv, sei es negativ, ist mir kackegal.
Ich bin sehr bereit, auf Feedback einzugehen und freue mich über jede Art von Nachricht, die ich bekomme. Sofern es sachlich bleibt, versteht sich natürlich. So beleidigende Sachen, finde ich, gehören nicht auf eine Plattform. Wenn irgendjemand den Content so grundsätzlich absolut scheiße findet, dann sollte er meiner Ansicht nach den Kanal auch einfach nicht gucken, so, weil wofür gibt es auf YouTube so unglaublich viele YouTube-Kanäle? Dann schau dir halt einen anderen an. So ist es halt. Also Hate ist meiner Ansicht nach in den seltensten Fällen gerechtfertigt. Klar, es gibt natürlich Leute, die absolute Scheiße machen und dann hochladen. Ich rede jetzt so, ich spreche jetzt mal so die Themen Tierquälerei und sowas an. Gibt es leider Kanäle oder gab es, die sowas gemacht haben? Da verstehe ich es dann und sowas gehört auch absolut nicht auf online gestellt oder Gewalt in irgendeiner Hinsicht. Das ist was anderes. Aber ich rede jetzt von Leuten wie mir, die einfach nur hier Spaß haben wollen, einfach zocken wollen. Sofern man nichts falsch gemacht hat, dann sehe ich auch nicht ein, warum man da in irgendeiner Hinsicht einen bösen Kommentar bekommen sollte, weil ganz schlichtweg sitze ich hier, nehme meine Freizeit, um für euch diese Videos zu machen. Und wer die Videos nicht gut findet, der muss sie ja auch nicht gucken. YouTube ist da ja frei, euch zu überlassen, was ihr schaut und was nicht. Dementsprechend schaltet es doch dann einfach ab. Tut demjenigen einen Gefallen, indem ihr ihm keine negative Bewertung da lasst. Sondern schaltet einfach weg und schaut es euch nicht mehr an. Das ist die Meinung, wie ich das sehe und ich denke, so wird es den meisten auch gefallen. Und ja, jetzt werde ich über hier oben fahren, glaube ich. Mache ich es mir mal ein bisschen kürzer. Ich habe ja jetzt keine Ladung, die ich verlieren kann. Und der Truck ist stabil genug, als dass er das jetzt hier machen sollte. Oh, und ich werde probieren, die Videos schnell durchzuknüppeln und dann will ich heute früher schlafen gehen. Ich hatte es ja diese Folge noch nicht erwähnt, aber für mich gestern war meine dritte, damit die Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Und ja, ich merk's noch, sage ich mal so. Mir ging's jetzt nicht absolut beschissen und darüber, da bin ich auch sehr dankbar. Wenn ich von manchen, ich habe ja von einigen gehört, da waren die 2 Tage komplett kaputt. Ich konnte wenigstens noch so weit arbeiten. Und ja, das Einzige, was ich jetzt habe, ist eigentlich so ein bisschen... na klar, der Arm, der tut halt noch ein bisschen weh. Und grundsätzlich so ein bisschen die Energie fehlt. Also ein bisschen schlapp. Und was bei mir ist, das war auch bei der zweiten Impfung Gliederschmerzen. Aber kompletter Körper. Beine, Rücken, auch mein rechter Arm. Das schon... Ah, ich habe keinen Kraftstoff mehr. Haben wir so geschafft. Tja, der Truck ist ja schon mal sowas von kaputt. Ich habe auch schon 2 Balken Haltbarkeit verloren. Naja, wir werden gleich den Truck auch bergen. Dann sind wir für heute durch, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, zeigt es mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne mit einer Bewertung. Da freue ich mich immer sehr. Und unterstützt mich mit einem Abo zum Beispiel oder mit einem Kommentar. Ist auch gerne gesehen, jederzeit. Ansonsten, klar, bei Fragen auch alles in die Kommentare. Und dann würde ich mich wieder sehr herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.